unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Vaterunser beginnt mit der Anrede Gottes: Vater unser, du bist unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das war für die Menschen der alten Zeit ein Problem, wie man Gott anredet. Und es war ganz wichtig, den Namen Gottes richtig zu wissen. Das ist ja auch bei uns Menschen so. Ich muss, wenn ich mit einem Menschen kommunizieren will, wissen, wie er heißt. Und nur wenn ich weiß, wie er heißt, dann habe ich auch eine gewisse Nähe, einen Zugang zu ihm. Oder umgekehrt, wenn man sagt, der hat einen Namen, das heißt, der ist bekannt. Vater unser, das ist keine Bitte, das ist ein Geschenk. Wir dürfen Gott als Vater anrufen, unser Vater, wir gehören zu ihm. Mit Jesus deutlich gezeigt hat, die enge Beziehung, Gott ist ja wie ein Mensch, wir sind Ebenbilder Gottes. Jesus hat nicht nur Vater gesagt, er hat Abba auf Aramäisch, Hebräisch gesagt. Das ist wie unser Papa, also eine kindliche Lallform. Wenn Kinder anfangen zu sprechen, machen sie Papa, Papa oder Mama, Mama. Das sind so ganz kindliche Formen, so intim, so persönlich dürfen wir mit Gott reden. Er ist dazu da. Jesus hatte ein sehr inniges Verhältnis zu Gott und hat dadurch die Tradition aufgenommen, Aber zu sagen, Väterchen, Papa. Er hatte das sicher gelernt zu Hause, bei seinen Eltern, bei seiner Familie, dass Gott wie ein Vater ist, der ihn beschützt, der ihn begleitet, der Interesse an ihm hat. Und diesen Aspekt aus seiner Glaubenstradition hat er vorweggestellt, um den Menschen erstmal Mut zu machen. Gott ist nicht ferne. Er ist nahe, er ist so wie der Hausvater zu Hause, der gute Vater, unser Vater, der für dich sorgt, der auch kritisch sein kann, aber immer liebevoll ist und dem nichts unwichtig ist, der sein Kind nicht allein lässt. Es muss schon jemand da sein, der sozusagen den Rahmen setzt. In diesem Sinn, Gott, der Vater, und für alle Menschen gehören zu einer Familie. Das ist ja auch ganz wichtig. Das ist gegen alle Rassenunterschiede oder Kulturunterschiede und gegen jeden Chauvinismus und Fremdenfeindlichkeit. Nein, der andere, der Fremde, hat auch Gott zum Vater, gehört zu unserer Menschheitsfamilie. Lukas hat in seinem Vater unser gesagt, nur Vater. Matthäus sagt Vater unser. Das verbindet mich ja sehr viel stärker. Das verbindet mich in der Gemeinde, in der Gemeinschaft mit anderen. Ich bete es nicht alleine. Ich bete es auch nicht nur für mich, sondern auch für die anderen. Und bei den Bitten wird das deutlich, dass die Vergebung, dass das Brot für die anderen da ist, dass auch andere stellvertretend für mich beten können, dass ich zum Teilen aufgefordert werde, dass ich auch den weltweiten Aspekt da habe, was ja Jesus wichtig ist, nicht nur die kleine Jüngerschar zu sehen wie bei Lukas, auch nicht nur die Gemeinde in Galiläa auf dem Berg, sondern alle Menschen werden damit eingeladen. Alle Menschen, die, so hat auch Jesus geglaubt, am Ende der Welt zusammenkommen werden, zusammengesammelt werden und dann wieder ist die Welt in Ordnung. Ich kenne das in Gruppen mit Frauen, die mich gebeten haben, nicht Vater unser zu beten, sondern Mutter unser zu beten. Weil sagten, sie haben zum Teil ein so schlimmes Verhältnis zu ihrem Vater gehabt, gerade sexuell missbrauchte Frauen. Das kann Gott nicht sein. Und ich habe gesagt, nein,
dieses Vaterbild Gottes möchte ich beibehalten, des liebenden Vater, des barmherzigen Vater. Barmherzigkeit heißt sozusagen, die Gebärmutter Gottes ist für uns da, auch im Hebräischen, Rechem. Gott hat die mütterlichen Züge, wird immer wieder in der Bibel erkennbar, dass er wie eine Frau, wie eine Mutter sich um uns kümmert, was Jesus in besonderer Weise aufgenommen hat mit den Gleichnissen von den Frauen, die da sind, die Frau, die ihren Groschen sucht, die Frau, die für andere da ist. Und das waren Bilder für Gott. Und ich glaube, wir müssen lernen, die Männerbilder und die Frauenbilder beide an Gott zu orientieren und nicht die Perversion, die zum Teil in der Geschichte denn entstanden ist. Nein, Gott ist nicht männlich, ist nicht weiblich, aber er hat beide Züge in sich und noch sehr viel mehr andere. Manche wollen deshalb sagen, Gott, unser Vater, der du auch unsere Mutter ist. Ich persönlich mag das nicht, wenn jemand das tun will, kann ich ihm das nicht, oder will ich ihm das nicht verbieten. Und Gott ist weder männlich, noch ist er Frau. Gott ist über dem. Also zunächst einmal, beide sind gleich. Aber weil Gott eben alles umfasst, hat er schon nicht nur die männlichen Züge, wie man heute sagen würde, sondern auch die fraulichen. Die Bibel sagt gleich auf der ersten Seite, dass Gott uns nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen hat, dass er uns als Mann und als Frau geschaffen hat. Das ist mal schon ganz wichtig, dass Mann und Frau beide in gleicher Weise Bild Gottes sind. Und das heißt, sie sind gleichwürdig, ebenbürtig. Da gibt es keine Unterordnung der Frau unter den Mann oder irgendwie sowas ähnliches, sind beide Bild und Gleichnis Gottes. Viele beten heute, du Quelle des Lebens, du Licht. Und wir merken, dass sehr viele mehr Bilder da sind, die auf Gott passen, aus der Natur herausgenommen. Sehr vieles in dem Psalm auch da. Und dieses wieder neu zu entdecken, um nicht schlechte Erfahrungen mit Müttern, mit Vätern so festzunehmen in das Leben, dass ich eventuell an Gott gar nicht denken kann, glauben kann, sondern dann auch die Beispiele, die aus der Natur da sind. Der Fels, die Quelle, das Licht. Das sind auch Aspekte, die Gott da hat. Und wir werden immer nur einen Teil von seinen Bildern sehen können. Im Himmel, im Alten Testament heißt es immer in den Himmeln, wenn man sich mehrere Himmel vorstellte, dass Gott so in der Ferne ist, auf mich blickt, eine Erhabenheit hat, eine Größe hat. Er hat die Himmel und Erde geschaffen. Er ist sozusagen nicht mitten unter uns wie so eine kleine Gottheit, die ich wie so ein Holz auf den Tisch stellen kann. Nein, er ist über uns, blickt eine ganz andere Zeit. Und trotzdem kommt er zu uns. Also er hat eine Entfernung und eine Nähe, die nur über den Himmel bezeichnet werden kann, der uns auch wieder schützt mit dieser Käseglocke. Ich kann das sehen und er hat uns alle im Blick. Nicht nur mich in meinem kleinen Dorf, sondern vom Himmel guckt man auf die ganze Erde. Und Gott ist nicht von uns in den Griff zu kriegen, sondern ist dann auf Abstand, distanziert, aber klar erkennbar. Der Himmel, das ist nicht ein Stockwerk über der Erde, das ist nicht ein Raum. So hat man sich das oft früher vorgestellt. Der Himmel ist eigentlich ein Zustand. So wenn wir sagen, ich fühle mich wie im siebten Himmel, dann meine ich ja nicht, dass ich irgendwo weg dann bin in Ekstase oder wo immer, sondern da finde ich einfach glücklich. Der Himmel ist also der Raum des vollkommenen Glücks und der vollkommenen Seligkeit. Aber das im Himmel sagt zugleich, dass Gott durch der andere, der Erhabene ist, vor dem ich Ehrfurcht haben muss. Er ist nicht einfach, auch wenn er mir nahe ist, mein Kumpel. Und so fängt das Gebet an. Und deshalb soll man, bevor man so ein Gebet anfängt, sich auch, wie man das früher gesagt hat, in die Gegenwart Gottes versetzen. Man soll sich bewusst sein,
mit wem man da so redet. Und da kann man nicht bloß so losplappern. Man muss also dann bewusst, ja, jetzt rede ich mit Gott, ich darf mit Gott reden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name ist, dass wir eine Beziehung zu Gott haben, die echt ist, die klar ist, dass wir ihn loben, ihn anerkennen, dass wir seinen Namen bekannt machen. In der ganzen Welt, dein Name werde geheiligt. Ja, nicht nur in meinem kleinen eigenen Bereich, sondern weiterhin, dass Menschen merken, das ist die Freundlichkeit, die Allmacht Gottes. Er soll bekannt sein, er soll angerufen werden können. Er soll ja ein Gott sein unter uns. Der Name soll uns auf den Lippen sein, mit Blick zu ihm hin. Die andere Deutung ist, dass auch wir den Namen Gottes heilig halten müssen. Sie wissen, das zweite Gebot bei den 10 Geboten ist, dass man den Namen Gottes nicht verunehren, nicht eitel nennen darf, nicht missbrauchen darf. Das ist oft geschehen in der Geschichte. Man hat im Namen Gottes Kriege geführt, man hat im Namen Gottes andere getötet, man hat ihm alles Mögliche getan im Namen Gottes. Früher auf den Koppelschlössern der Soldaten steht in Gottes Namen. Ja, kann man in Gottes Namen in den Krieg ziehen und Kriege führen und das alles tun, was man zum Teil getan hat. Also, dass dein Name nicht missbraucht wird in der Welt und dass auch wir der Gott nicht missbrauchen dürfen, auch nicht meinen, wir können über Gott verfügen, das ist ja wie ein Automat, er müsste dann tun, wie wir wollen. Man soll ihn auch nicht unehrfürchtig nennen, also mit Fluchen und leichtsinnig das aussprechen. Das kommt auch, den Namen Gottes zu heiligen, Gott ernst zu nehmen im Leben, auch wenn man seine Gebote achtet und nach ihm lebt. Beide Aspekte kommen da zum Ausdruck. Ist es im Alten Testament uns schon vertraut, dass wenn von Gott geredet wird, oftmals in der Passivform geredet wird? Dein Name werde geheiligt. Nicht wir haben Macht über Gott, sondern bitten ihn darum, dass er sich zeigt und dass er auch seine Allmacht behält und nicht von uns in den Griff genommen wird, sondern er möge das tun um seinetwillen, um unseretwillen. Das ist so ein Stück ja, demütige Haltung, die aber nichts mit Unwürde zu tun hat, sondern mit der Würde, wir dürfen vor Gott demütig sein. Und bitte tu es doch um deinetwillen und um unseretwillen. Der Name werde geheiligt, heißt da auch, du allein verdienst, absolut anerkannt zu werden, nichts anderes. Man sagt immer, heute gibt es keine Götzen mehr, es gibt nur sehr viele Götzen, dass man einfach, das Geld kann man zum Götzen machen, den Sex kann man zum Götzen machen, man kann die Karriere, das Ansehen zum Götzen machen. Also letztlich, diese absoluten Werte kann nur Gott haben. Und das macht alles andere auch wieder relativ. Das heißt nicht wertlos, dass der Sport oder Kultur wertlos ist, in gar keiner Weise, aber es ist relativ. Es darf nicht das Letzte sein. Das kommt auch zum Ausdruck, in dem Gott allein ist Gott und nichts anderes ist göttlich. Und nur an ihn kann ich auch ganz mein Herz hängen und an alles andere bedingt nur. Gott, das Name bleibt ein Geheimnis, aber in seinem Namen sind die Geschichten drin, die wir weitergeben können, die wir weitergeben dürfen. Von seinem Namen dürfen wir reden. Und das ist etwas Besonderes, dass er nicht eben ein Götze neben anderen ist, die alle aufgereiht werden, die ihre besonderen Namen haben. Gottes Name bleibt besonders, aber wir können ihn heiligen, indem wir von ihm erzählen und in seinem Namen handeln.